could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder in Clash Royale und heute werden wir versuchen, nur mit der Widderreiterin zu gewinnen, passend zum Event bzw. passend dazu, dass die eben hochgeboostete Karte ist. Leider werden wir das Ganze nicht im Turnier machen, weil ich das Ganze schon verkackt habe. Theoretisch könnte ich das nochmal spielen, indem ich einfach 50 Juwelen ausgeben würde, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal in einer normalen Runde. Wir müssen jetzt am Anfang einfach mal wieder ein bisschen die Zauber durchcyclen. Mal sehen, ob es einfach wird. Ich glaube, es wird nicht einfach, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Ganze wird sogar relativ schwer werden. Aber mal sehen, unser Gegner setzt auf jeden Fall endlich was. Ich dachte schon, eventuell würde der AFK gehen. Das hätte ich jetzt nicht so nice gefunden. Und jetzt müssen wir direkt schon gucken, wie wir das Ganze verteidigt bekommen, weil es jetzt gar nicht mal so einfach ist, nur mit Widderreiterinnen das Ganze da zu klären. Wir haben jetzt zwei Widderreiterinnen, die da reingehen. Die werden auch einen ordentlichen Gegenpush starten, wie man schon sieht. Aber leider haben wir auch den eigenen Tower verloren. Aber ich glaube, trotz Skelettarmee könnten wir den Tower bekommen. Nee, leider nicht. Da hätte ich denen noch ein bisschen Unterstützung geben müssen. Aber wir haben schon ordentlich Damage hinbekommen, muss man sagen. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen mit den Zaubern spielen. Müssen wir jetzt. Wir nadeln auf jeden Fall erstmal ran und dann spielen wir noch ein Kampfholz. Das wird gar nicht mal so schlecht laufen. Und gleich dann ein Feuerball. Zack, und alles ist weg. Natürlich ordentlich viel Elixier gekostet zum Verteidigen. Aber wir haben ja auch Elixier zurückbekommen. Mal sehen, ob die den Tower alleine geholt bekommt. Okay, das könnte eventuell was werden. Zack, sie macht den Tower alleine weg. Dann können wir direkt gleich in den Knick gehen und selber einen Push starten. Wir müssen natürlich währenddessen auch noch auf die Verteidigung achten. Der Sepp war nicht ganz so stark, aber der Nado wird eventuell noch Schlimmeres verhindern, auch wenn wir schon echt extrem viel Damage kassiert haben. Aber er geht irgendwie nicht auf den Main Tower. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Und er geht immer weiter auf den Nicht-Main-Tower. Sehr komisch, obwohl er den so low hat. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter verteidigen, weil sonst verlieren wir das Ding hier. Deshalb muss man eine Widderreiterin zur Verteidigung kommen. Und obwohl ich es nicht will, muss ich jetzt... Ah, komm, wir setzen die nächste Widderreiterin. Kommt sie noch schnell genug? Ne, das war dumm. Ich hätte einen Sepp spielen müssen. Also haben wir die erste Runde zu 99% verloren. Ja, er hat Pfeile. Würde ich einfach sagen, neue Runde, neues Glück. Ich habe ja schon vermutet, dass es nicht so einfach wird wie mit anderen Karten, wie mit dem Prinz oder dem Mini-Packer. Das sind wirklich Karten, da ist das irgendwie relativ easy gewesen. Mal sehen, ob das hier extrem lange dauern wird. Ich hoffe es einfach mal nicht. Geht auf jeden Fall erstmal mit Bogenschützinnen rein. Ich würde sagen, die blocken wir jetzt mit unserer Widderreiterin und werden gleich dann die nächste Widderreiterin schon dazu spielen. Und jetzt kommt schon die zweite, eventuell mit einem Wutzauber. Dann wird das Ganze da sehr, sehr schnell auseinandergenommen werden. Jetzt kommt der Wutzauber ein bisschen spät, aber die eine, die Level 12er, wird auf jeden Fall zumindest einen Hit durchbringen. Wir haben den Damage-Vorteil gesichert, aber das Game ist ja noch ziemlich lang und er hat jetzt einen X-Bogen und ich habe gerade gar nichts gegen den X-Bogen. Heißt, die zweite Runde ist auf jeden Fall auch verloren. Wir können zwar jetzt noch versuchen, mit Zaubern irgendwas zu machen. Ich werde nicht aufgeben, eventuell gewinne ich ja sogar noch gegen ihn, aber es wird auf jeden Fall ziemlich hart. Eventuell muss ich auch meine Widderreiterin aufbewahren, bis der X-Bogen kommt. Ich weiß es nicht, aber das hieße ja auch, dass wir in der Zeit, bis der X-Bogen kommt, die ganze Zeit nur Zauber spielen könnten. Und er wird ja dann auch den Tesla reinbringen. Das wird also richtig hart werden. Aber wir versuchen uns mal mit der Taktik, dass wir erstmal nicht mehr offensiv reingehen. Aber die Frage ist, wie können wir nicht offensiv reingehen? Wir müssen ja eigentlich Elixier cyclen. Chillen jetzt einfach mal und setzen nichts und warten auf seinen X-Bogen. Sobald ich offensiv reingehe, habe ich halt verloren. Ich bin bereit. Er setzt einen Eismagier. Kommt der X-Bogen noch? Ah, er setzt jetzt erstmal genug anderes Zeug. Das war eigentlich klar, das war nicht so eine gute Taktik hier abzuwarten. Aber wir gehen jetzt einfach trotzdem offensiv rein, klonen die beiden noch. Zack, der eine Klon ist leider instant gestorben, aber der andere nicht. Und der Level 13er ist diesmal am Tower und wird noch ordentlich Damage austeilen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Und wir haben tatsächlich eine Chance zu gewinnen. Ich dachte, okay, gegen den X-Bogen wird es ziemlich schwer. Wir müssen jetzt halt alle Zauber auf den X-Bogen hauen. Das ist klar. Wir können es nicht anders machen und hoffen, dass dabei nicht zu viel Damage auf unseren Tower gemacht wird. Jetzt haben wir schon wieder die nächsten Widderreiterinnen und die setzen wir natürlich auch.
und setzen dann noch einen Wutzauber zu. Diesmal wird der X-Bogen uns keinen Schaden anrichten, glaube ich zumindest nicht. Das war nämlich nicht so ein guter X-Bogen. Und jetzt gehen wir offensiv rein mit Zaubern und versuchen noch zu unterstützen. Kommt ein Feuerball drauf, kommt ein Lock drauf und jetzt noch ein Zap. Reicht das Ganze nicht? Doch, es reicht. Noch mit den Zaubern das Ganze beendet. In der zweiten Runde habe ich es einfach geschafft. Gegen den X-Bogen-Deck hätte ich nicht gedacht. Es war also doch nicht so schwer wie erwartet. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiges Deck. Hätte ich vielleicht mal hier ausprobieren sollen. Mein Mind-Deck, was ich da hatte, war auf jeden Fall nicht gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal.